Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufbauvideo. Heute bauen wir das ATE-Val V2.0 auf. Jeder, der sich jetzt fragt, 2.0, ich habe doch gerade noch 1.6 gehabt. Ja, es gibt eine neue Version. Ich werde in dem Video nur ein, zwei Sachen dazu sagen. Da gibt es dann mal ein separates Produktvorstellungsvideo. Und in dem Video zeige ich euch einfach mal, wie man es aufbauen kann. Wer ganz neugierig ist und wissen will, was sich grob geändert hat, mal ganz überblicksmäßig, was sich geändert hat. Wir haben jetzt drei LEDs drauf. Man kann es nicht mehr abbrechen. Deswegen haben wir hier oben mehr Platz. Ich habe das ein bisschen mehr aufgeräumt. Wir haben zusätzlich noch eine Umschaltung mit drauf, wie wir es beim Gescheiduino jetzt auch haben. Man kann also das komplette Board auf 5 Volt oder 3,3 Volt betreiben. Es gibt diesen achtpoligen Sockel nicht mehr, wo man früher die EE-Proms draufstecken hat können. Dafür gibt es jetzt diesen EHIO Standard I2C Sockel. Da haben wir auch eine ganze Horde Add-on-Boards im Shop drin, Crypto Authentication, wo man Sachen verschlüsseln kann, oder eben auch hier LM75 Add-on-Board, um Temperatur zu messen. Natürlich auch ein EEPROM Add-on-Board. Das kann man dann einfach hier draufstecken und dann hat man quasi über I2C wie früher den EEPROM das entsprechend mit den Chips verbunden. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los und bauen das Ganze auf. Wir fangen mit dem Schiebeschalter an, das ist das niedrigste Bauteil, stecken ihn rein und verlöten ihn entsprechend. Dann kommen auch schon die IC-Sockel dran, da bitte auf Pin 1 achten. Die sind oben mit einer Kerbe markiert, diese Kerbe ist auch auf der Platine eingezeichnet, also einfach da bitte auf die Polarität achten. Dann immer diagonal zwei Beinchen abbiegen, das ist ein kleiner Trick, dann können die schon nicht mehr rausfallen. Und dann kann man es in Ruhe umdrehen, ohne dass sie eben rausfallen und dann eben auf der Unterseite alle Beinchen von den IC-Sockeln verlöten. Wenn wir das geschafft haben, kommen die Quarzsockel dran. Das sind diese drei kleinen Halter für die Quarze, wo man nachher beliebige Quarze reinstecken kann. Die halten ziemlich gut in den Löchern, also einfach umdrehen und entsprechend dann auch die Rückseite der Quarzsockel verlöten. Jetzt schneiden wir zwei Pins von der Stiftleiste ab. Diese zwei Pins benötigen wir für den ISP-Jumper. Reinstecken, ein Pin verlöten, dann schauen wir sicherheitshalber nochmal nach, ob die Stiftleiste auch richtig rum drin ist, weil meistens verbiegt sich die ein bisschen oder ist ein wenig schräg drin. Im Zweifel nochmal neu aufschmelzen, das eine Beinchen mit dem Finger gerade drücken und dann erst das zweite Beinchen von der Stiftleiste verlöten. Wir nehmen eine 2x2-polige Stiftleiste, packen die bei USART rein, auch hier wieder auf die Geradheit achten, dass die schön plan aufliegt. Dann folgen die 2-poligen Stiftleisten für den I2C Select. Auch wieder darauf achten, dass sie gerade drin sitzen und alle Beinchen danach auf der Unterseite verlöten. Jetzt noch die Stiftleiste für die Potti-Auswahl, bei der kann man quasi die Pottis auswählen, ob die dranhängen oder nicht. Nun kommen auch schon die LEDs, Kathode, also das kürzere Beinchen, zum Platinenrand hin, bei allen drei LEDs, bestücktechnisch rot, gelb, grün, wie eine Ampel, und bei allen dreien das kürzere Beinchen, der Minuspol, die Kathode zum Platinenrand. Dann auf der Unterseite erstmal ein Beinchen verlöten der LED und dann mit dem Finger nochmal auf die LED drücken, das Beinchen aufschmelzen, damit die LEDs auch schön plan aufliegen und auch schön gerade in die Platine gelötet sind. Und wenn wir das bei allen dreien gemacht haben, verlöten wir noch das zweite Beinchen dazu. Wir schneiden die Beinchen mit einem Seitenschneider ab, die überschüssigen Drähte, und stecken die Taster in die Platine. Der lachsfarbene Taster oder orangefarbene Taster kommt ganz links beim Reset hin. Das ist der Reset-Taster, mit dem wir die Controller, die wir gerne programmieren würden, in Reset schalten können, schicken können. Und die drei anderen Taster sind Test-Taster, mit denen wir die ersten Programme ausführen können. Die stecken wir bei S1, S2 und S3 hinein. Die halten auch von alleine. Ebenso wie die zwei Pottis, die können wir auch hineinstecken, die rasten ein. Und die halten dann auch von alleine. Wir drehen die Platine um und verlöten die ganzen Beinchen der Taster und Pottis.
Wenn wir damit fertig sind, kommt der Summer zum Einsatz. Die Plusmarkierung befindet sich auf der Platine und auf dem kleinen Etikett, das sich auf dem Summer befindet. Wir löten wieder einen Pin an, drücken mit dem Finger wieder von unten gegen den Summer, damit der Plan aufliegt, und schmelzen das Beinchen noch einmal auf. Und wenn der Summerplan aufliegt, löten wir das zweite Beinchen an. Jetzt ist die zweireihige Buchsenleiste und zwei Pins von der einreihigen Stiftleiste dran. Das ist der Stecker für die I2C Add-ons, die es jetzt neu dazu gibt. Beide einfach hinein, wieder einen Pin verlöten und danach wieder gucken, dass sie auch richtig gerade drin sind und plan aufliegen. Erst dann wieder die restlichen Pins verlöten. Das nächste Bauteil ist die USB-B-Buchse, die Sie einfach hineinstecken, zuerst das Schild verlöten und dann die vier Kontakte verlöten. Nun wird der 40-polige Wannenstecker verlötet. Die Einkerbung ist auch auf der Platine zu erkennen. Wieder alle Pins auf der Rückseite verlöten. Die 10-poligen und 6-poligen Wannenstecker können nach Belieben verlötet werden. Üblicherweise Standard ist, dass man sie an der ISP-Stelle verlötet. Wenn man aber natürlich einen JTEC-Verbinder braucht, dann könnte man ihn auch am JTEC verlöten. Auch hier wieder einen Pin erst verlöten, auf die Planarität des Bauteils achten und erst dann die restlichen Pins verlöten. Zu guter Letzt stecken wir die Jumper auf die Platine. Je nachdem, was wir eben benötigen, auf den ISP, UART Jumper, I2C Jumper, je nach Anwendungsfall und je nachdem, was man natürlich auch danach programmieren möchte, kann man die Jumper setzen, wie man sie benötigt. Und nun können auch die Lötjumper verbunden werden. Wenn man die LEDs benutzen möchte, sollte man die Lötjumper dafür auch verbinden. Genauso wie den Lötjumper für den Bootloader. Das wäre der Lötjumper für den Standard-Bootloader, wie er für Arduino kompatibel ist. Der Bootloader für den, der Jumper für den Buzzer und den Lötjumper für die I2C Pull-Ups, wenn man nicht die internen Pull-Ups verwenden möchte. Ja, das war's. Das AT-Eval ist soweit aufgebaut. Viel Spaß beim Programmieren und bei den ersten Versuchen. Vielen Dank!